Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Trainsim World. Diesmal befinden wir uns hier auf der Rapid Transit Strecke. Wir machen mal erstmal wieder den wieder auf, genau, Fahrplanmodus. Wir machen mal wieder den Zufallsgenerator, was das betrifft jetzt in Bezug auf das Wetter. Es wird ein regnerischer Frühlingstag. Und da haben wir 64 Verbindungen. Und es wird Verbindung Nummer 4 sein. Fortfahren. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Da haben wir sie. Spricht der. Gott, sogar die komplette Strecke, mehr oder weniger. Die 0541 von Magdeburg nach Markleberg-Garschwitz. Über die komplette Strecke heißt, diesmal haben wir mal einen Zufallsgenerator, hallo, quasi das volle Rohr uns gegeben. Dann das Deaktivieren, die Nummer 4 muss ich mir merken, kann ich noch offen lassen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Game. Türen ent. Regel, wo war es denn nochmal? Oh Gott. Opfer linken Seite. Scheibenwischer war doch hier auch irgendwo, oder? Summer. War das nicht hier irgendwo? Da bin ich wieder blöd. Auf alle Fälle mit einem hellen Lichtstrahl. Ansonsten müssen wir es über Dings machen. Scheinbar müssen wir es über das machen. War das V? Ja. Das brauchen wir einmal. Wir haben jetzt den Ausschalter auf Anhin und auf Vorwärts. Wir müssen los um 6:36 und 30. Sprich, wir haben noch Zeit, PZB und SIFA anzustellen. Das waren, glaube ich, die drei Sachen, die wir machen müssen. Und haben noch ein paar Minütchen Zeit. Genau, wir fahren nach Markleberg Garschwitz prinzipiell. Den 0514. Können wir das hier einstellen? Das ist jetzt die Frage. FIS müsste das sein. Nicht. Status. Zug. S. Status Türen. B. Status. C. E. Hallo, zurück. Dann halt nicht. Genau, dann schließen wir die Türen. Links verriegeln. Das ist wieder leise. Und geben Gas. Wieso komme ich denn jetzt hier nicht mal raus? Okay, irgendwie kann ich leider nicht einstellen, scheinbar. Warum auch immer. Oder vielleicht hier rüber? Panik, weg damit. PZB ist frei. Zeit FSD. Irgendwie ist das jetzt belastend. Ich will eigentlich gerade eigentlich Dings einstellen, dass man das sieht, aber gut. Machen wir dann in Dessau Süd vielleicht. Fahren wir erstmal nach Dessau Süd und achten darauf, dass wir nicht irgendwo reinfahren. Wichtig ist ja, dass wir vorankommen und ans Ziel kommen.
120 Geschwindigkeit, das ist das Maximal, was wir fahren sollen dürfen. Dann halten wir uns natürlich auch in der Minute, sollen wir da sind, das sind noch 3 Kilometer. Warum will denn das nicht? Das muss doch. War das nicht Fis gewesen sonst? Ich verstehe es nicht. Ist schade, dass man das nicht einstellen kann. ZZA, das. Dadurch fehlt dann natürlich wiederum was. Das ist belastend. Aber das war doch bei. Naja, vielleicht finden wir es gleich noch raus. Ansonsten versuche ich nebenbei nochmal nach dem Dings zu gucken. Handbuch, um da was herauszufiltern. Und woran es liegt, dass man das nicht sieht. Oder was wir nicht einstellen können. Naja, ist halt schade. Dadurch geht er wiederum etwas Schönes verloren, ein schönes Feature. Wenn man schon einstellen kann, prinzipiell, dann sollte man das auch tun. Zeitlich gesehen miserabel. Und halt auch sehr sch perfekt geparkt, perfekt daneben. W geht nix. Zug will nix. Ah, da. Das ist ja schön. Gut, da wusste ich jetzt auch nix. BW Status FIS. Das ist ja interessant, dass scheinbar nur zwei von diesen Sachen funktionieren. Muss ich nicht verstehen, oder? Oh, jetzt habe ich. Noch die falsche Seite aufgemacht. Wie ein Profi das halt macht. Und hier oben dran kannst du auch nicht liegen, ne? Vertikale Balken. Schade. Egal. Dann machen wir es halt ohne. Oha, nächste Halt Ragun. Um 6:48 Uhr. Und 10 Kilometer haben wir noch vor uns. Wie viele Stops sind es denn? Doch der eine oder andere. Na gut. Great Western Express war eine kurze Tour. Diese Tour wird demnach umso länger scheinbar. Okay, in Ragun soll ich mir nochmal was einschenken. Zu trinken. Vielleicht kriegen wir es diesmal auch hin, dass wir den Tempomat anstellen. Wo war denn der hier? Okay, will nicht. Dann fahren wir ohne Tempomat. Oh wait, Tempomat an. Auf 25, okay, passt.
Gut, dann haben wir, dann war das verkehrt rum, wenn er meint, my bad. Boah, das ist aber auch verdammt leise, ne? Der Zug. Der Talent 2. Hauptsache die Zugsicherheitssysteme, die sind. Platzen ja fast die Ohren. Das war schon wieder eine ruhige Fahrt, ne? Also. Aber ja, in diesem Fall fahren wir halt wieder mit Zugsicherheitssystem. Gut, was heißt in diesem Fall? Warten wir ja auch in Great Western Express. Da war es ja auch der Fall. Ich bin ja mal gespannt, was der Zufallsgenerator so ausspuckt bei. Ach, wie heißt der Kram noch? Bei Rosignord. Ob wir da die zum einen das Privileg haben, einen Güterzug zu fahren, dann halt demnach entsprechend auch welche Lok, ob wir jetzt in der Lok sitzen oder in Dings, im PW FZA oder wie auch immer es nochmal hieß. Ja, viele Möglichkeiten, nicht nur das Wetter. Aber ich finde, das macht halt auch gerade interessant, spannend und abwechslungsreich mit dem Zufallsgenerator. Guck mal, 6 Kilometer haben wir noch. Ich habe auch das Gefühl, dass wir hier bei Rapid Transit die meisten Punkte holen können. Ich schätze mal, wir werden die Folge, oder die, ja, die Folge werden wir höchstwahrscheinlich so mit 13 oder 14.000 Punkten beenden. Roundabout. Okay. Was sind das andere Horn? Okay. War der Tast nicht immer das Tiefe? Oder bin ich einfach nur voll verwirrt? Mal das Tiefe oder egal, ich habe keine Ahnung. Ich rede wahrscheinlich eh nur wieder Quatsch. Also, noch ist auch mit PZB und so zu fahren echt easy. Muss ich ja bisher eigentlich mich nur befreien, nachdem wir in wo auch immer wir gestartet sind. Weil es gerade, to be honest, echt nicht, wo wir gescheitert sind. Nächstes halt Ragun Ausstieg und fahrt Richtung rechts. Und wir sind pünktlich. Wie gesagt, also, ja, ich habe das schon mehrfach erwähnt. Ich weiß gar nicht, in welchen Videos allgemein oder welchen Projekten. Das war jetzt ein bisschen zu weit. Ein bisschen sehr zu weit, aber gut. Dann können wir jetzt auch nochmal. Also, genau. Dass man. Na okay. Das ist noch akzeptabel. Ja, nächster halt.
Jesnitz. In 2 Minuten sogar. Und da kurz davor haben wir dann halt Geschwindigkeitsbeschränkung. Das ist aber schon auch eine Tastenkombination, oder? Um den Tempomat höher zu stellen. Und zu gestern wäre es schon fast gar nicht mehr wirklich Gas zu geben. Gut. Ja, das war klar, dass ich wieder aufgrund des Tempomats hier eine Zwangse bekomme. Obviously. Nun, wollen wir mal. Die Verspätung ist auf alle Fälle jetzt da. Nun ja, vielleicht können wir es noch rausholen, bis in den City-Tunnel. Schön wäre es auf jeden Fall. Bevor ich doch nur den Tempomat um 70 stellen. Belastend. Warum auch immer jetzt hier die 70 sind. 120 sind ja auch gleich wieder. Das Halten ist auch echt heute nicht perfekt. Gott, oh Gott, oh Gott. Diese Bremsen ja wieder. Seid Wulfen, Bitterfeld. Oh, okay. 120. Wir müssen euch auch erstmal nicht mit dem Tempomat spielen. Die erreichen wir sowieso relativ flott. Oder spät so gesehen. Lohnt sich nicht.
Stimmt, bekommen wir gleich eine 140er Passage und dann noch eine 160er, glaube ich. Die Verspätung, die haben wir jetzt auf alle Fälle drin. Fest verankert in unserem Zeitplan. Das war halt echt unnötig. Oh Gott, oh Gott. Ist aber auch Rutsche hier. Also kommt mir das einfach nur so vor, dass wir heute irgendwie ein bisschen mehr rutschen als sonst. Möchtest du denn vielleicht hier rein? Nächste Alkrepin in 2 Kilometern und eigentlich sollte man da sein, aber es kam ja mittlerweile. Oh. 60. Oh, es geht dann scheinbar gleich in den. Oh. Offenbar bald in den City-Tunnel. Vielleicht mal so die. Oder Gleiswechsel? War nicht auch ein Gleiswechsel irgendwann irgendwo? Aus mehr oder weniger unerklärlichen Gründen. War das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo war es das gewesen. Ach, ein schöner Stopp. Nächster Halt Bitterfeld in. Oh, gar nicht mal so schlecht. Okay, in einer Minute sollen wir dort sein, aber zeitig sollten wir es eher nicht schaffen. Also, ich muss schon sagen, ich bin froh, dass wir jetzt nicht noch 2 hinten dran haben. 2 weitere Triebwagen. Wenn wir noch länger brauchen, um zum Stehen zu kommen.
Stimmt, Kilometer sind wir auch schon wieder da, von daher passt das ja. Mit. Wait, 45 oder 48? 85, 85. Oh, wow. Halten wir mal in Bitterfeld. Halten natürlich wieder Ausschau auf dem Bahnsteig, ob wir irgendwas sehen, was wir noch an Sammelobjekt hier haben. War schon früh. Okay, nächster halt Petersroda. In 2 Minuten und 6 Kilometer haben wir vor uns. Oi, 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 oi. Wir das schaffen, das wird eine enge Kiste. 100? Okay. Ah, wegen des Gleiswechsels. Scheinbar, wobei ja 100. Vielleicht auch ein bisschen too much. Ne? Scheinbar dürfen wir volles Rohr fahren, also fahren wir mal volles Rohr. Wir haben ja durch den Regen Gurken. Den leichten, neblig riesigen Morgen. Vielleicht bekommen wir auch noch ein bisschen mehr als nur 14.000 Punkte. Wenn ich mir das sogar betrachte. Ich weiß gerade gar nicht mehr ganz genau, was das Maximale war. Schon schnell. Hier Höhe auf 160. Wobei, wir müssen auch langsam halten. Wir bremsen aber trotzdem diesmal mit Stufe 3. Beginnen wir zu bremsen. Oder vielleicht sogar 4, weil wir so weit. 4 und 5, weil wir so eine hohe Geschwindigkeit hatten. War ja. Ich habe das Gefühl, wir müssen rückwärts fahren. Wir müssen bestimmt rückwärts fahren, weil. Alter.
fast schon. Pff, 351 Punkte, holy shit. Das ist auch echt scheiße gewesen. Heilige Schum. Okay, hätten wir vielleicht auch schon bei 1,6 Kilometern. Aber sowas von. Sowas von. Nächstes ist halt der Unterbahnhof. Müssen wir eh erstmal Schub geben. Oha, die Sonne kommt raus. Jetzt wird's brutal. So, wir da sind in einer Minute. Uiuiuiui. Alter, die wird nächste, aber dann bremsen wir diesmal wirklich vorher. Gute 10.000 Punkte haben wir auch gleich. Aber ich muss schon sagen, ne, hier Dings in Rapid Schwende zu fahren, das bringt halt. Das bringt einem was, die Level-Prep halt schon gut voran. Also, ist halt ganz gut zum Leveln. Von der Punktzahl her. Fällt mir auf, wo ich jetzt gerade hier schon bin. Nochmal als Reminder schreiben. Unterbahnhof. Meine Nase noch viel. Schortau, Rackwitz, Leipzig-Messe, Leipzig-Nord, Leipzig-Tief. Ja, wir fahren ja einmal komplett durch, ne? Um es genauer zu sagen, puh, noch ganze 20 Minuten mindestens. Also 26 Minuten, 27 Minuten ungefähr. Das ist echt eine verdammt lange Folge. Holy shit. Zu stark gebremst, aber gut. Was ist ja zu stark, also schwach. Na komm. Oh Gott, die Sonne. Oh, da können wir was hinhängen. Boah, Punktlandung. Und ich weiß gar nicht, ob wir zu früh oder zu spät sind. Wir sind 2 Minuten zu spät. Ne, erst die dritte Streckenkarte, holy. Das zu schreiben ist natürlich auch ein bisschen sinnfrei.
Wie spät haben wir es denn überhaupt? Kommen wir jetzt auf 20 Minuten, 45 Minuten haben wir noch. Roundabout 45 Minuten, 1,5 Stunden, das ist aber echt schon ordentlicher Brocken hier. 45, dann haben wir halbe Stunde plus 5, dann ist es. Oh Gott. Halbe Stunde plus 5. Und dann auch mal 10 Minuten. ZW. Gegen 16.15 Uhr. So, Chorta und 2,8 Kilometern. Haben wir das Bremsen auch schon wieder gerade eben fast verkackt gehabt. Belastend. Da kriegen wir vielleicht sogar 18.000 Punkte. Oder gar noch mehr. Okay, Notiz an mich. Müssen wir uns mal merken. Wir haben 1,6 Meter vorher angefangen mit auf Stufe 3 auf mit über 30% zu bremsen. Ist ja eigentlich ganz passabel bisher. Und damit zwar nicht komplett zum Stehen, aber man kann ja immer noch stärker in Eisen gehen. So ist es ja nicht, ne? Aber schon mal gut zu wissen. Streckenleitkegel. Das war der erste, geil. Da weiß ich auch, dass ich darauf achten muss. Schon mal gut zu wissen. Nächste Halt ist von Rackwitz bei Leipzig. Sprich, wir nähern uns dem Stratonel. Unaufhaltsam. Wobei, ich wollte gerade sagen, wäre nice, wenn der Regen auch stärker werden könnte. Aber prinzipiell gesehen könnte er es ja, wenn man einfach mal. Also es gibt ja quasi auch einen Wetterumschwung in Bezug auf Nebel. Hatten wir ja mal gehabt bei einer Sonntagsfahrerfolge bei. Da hier Cumberland, da bei CSX Heavy Haul, bei dem ersten
Ursprungsding quasi im ersten DLC, so gesehen. Bei der ersten Route. Wir gehen bei 1,4 runter auf 4 und bremsen mit dem erstmal runter. Ist in Ordnung. Okay, das war jetzt. Da habe ich nicht aufgepasst. Nun, das war's mit den Punkten. Auf 427, immerhin. Streusandschaufel. Okay, ab zu Leipzig Messe. 5 Kilometer sind es, 2 Minuten haben wir. Ja, wir hinken hinter dem Zeitplan her. Und jetzt wird gleich noch schlimmer. Vielleicht können wir am Ende noch mal was rausholen. Mal schauen. Mit etwas Glück vielleicht. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir es nicht mehr schaffen, ein bisschen Zeit rauszuholen. So, dass wir pünktlich sind. Geschwindigkeitsbeschränkung 3,2 Kilometern. Okay. Kein kalter Tee mehr da. Dann muss ich gleich mal auf wieder auf Wasser zurückgreifen. Bleibt mir ja nichts anderes übrig. Ich gebe jetzt mal ein bisschen eine Stärke rein. So ungefähr immer bei der 7 bleiben. Was so die G-Kraft anbetrifft. Sind da jetzt zwei Dinger oder nur eins? Das nehmen wir jetzt genau unter die Lupe. Okay, wir haben nur eine Minute Verspätung.
Okay, nächster Halt Leipzig Nord. Um 7.31 Uhr. In anderthalb Minuten oder ein Viertel. Geht aber auch bald, glaube ich, runter auf 100, auf 80 Kilometer Stunde. Wenn ich mich nicht täusche. Fahren wir diesmal die andere Richtung, nicht so wie beim letzten Szenario. So, dann sind wir bei der 90 km pro Stunde. Die wir jetzt nur noch fahren sollen. Bin ich mal gespannt, wie sich das so verhält mit dem Tempomaten, wenn es bergab geht. Ob der das Tempo hält? Scheinbar hält er das. Nice. I like it. Oh Gott, Lex. Und die 180, ach, die 80 haben wir auch bald. Da duckern wir gleich noch mit 80 rum. Oh je. Yeah. Dieser Bahnhof jedes Mal aufs Neue. Fahren wir nochmal rückwärts. Belastend. Lass ich den Namen natürlich jetzt die Geschwindigkeits. Beschränken kommen, weil haben wir natürlich nicht beschädigt, einfach aus dem Grund, weil. Ne? Ja. Ich sag mal so, die Zwangsamen haben wir einfach in Kauf genommen, weil. Wir hätten ja eh. Wir waren eben Notbremsvorgang, von daher. Who cares? So, so wieder raus. Schleudigen aber nur noch hoch auf 80.
Zack. Auch immer das gerade da war. Der Schubser in die zu hohe Geschwindigkeit. Leipziger Bund auf Tief. Sind wir 2 Minuten zu spät. Wir bleiben quasi bei den 2 Minuten. Und auch bei dem viel zu spät stehen zu bleiben. Ja, Türen verriegeln. Ups, natürlich. Scheibenbeschreibung natürlich auch nicht mehr. Warum ist der jetzt so laut? Hä? Confused auf alle Fälle. Gut, macht natürlich Sinn, ne? Hier haben wir natürlich ein bisschen mehr. Ja, wird engen Raum, da können die Scheibenwellen, kommen die Scheibenwellen instant wieder zurück. Und fliegen nicht einfach in die Umgebung. Oh fuck. Also mit den Bremsen habe ich es heute nicht. Das steht schon mal fest. Meine Fresse. Perfekt, dann können wir die Türen wieder schließen. Und fix zum Leipzig-Wilhelm-Leuschner-Platz. Das wäre schon wieder eine Minute zu spät. Und so bereits, wenn wir losfahren. Das Timing ist nicht auf unserer Seite, das steht schon mal fest. Diesmal ganz gut gehalten. Auch nur 1 Minute 45 ist zu spät. Versuche mal da jetzt mal einen Track drauf zu haben. Mal schauen, wenn Lava sich gleich nicht meldet. Zwecks Sonntagsfahreraufnahme, dann nehmen wir vielleicht nochmal eine Folge auf. Jetzt, wo ich so gerade so im Chill-Mode bin und nicht so im. Nicht so im Tilt-Mode. Wenn ich so leicht getiltet werde. Was soll denn dort sein, in Leipzig, Bayerischer Hauptbahnhof, Bayerischer Bahnhof, ja gut. Kann man ja eigentlich gar nicht wirklich sagen, also wir werden wahrscheinlich so die 17, die 147 werden wir wahrscheinlich immer beibehalten.
Okay. Ist sogar mehr geworden von der Zeit. Schön, wie die so in der Mauer mit drin sind. Hier haben wir nochmal einen Streckenplan. Also die nehme ich immer so gerne, also solche Sachen, die man finden kann, oder hier solche Sammelobjekte, die sammle ich immer gerne mit auf der Mitfahrt mit, also wenn wir da vorne vorbeifahren. Ich werde höchstwahrscheinlich da jetzt, also was ist hier wahrscheinlich? Ich werde nicht die mir nachgucken, wo die sind. Einfach so nebenbei ist er. Also, soweit ich weiß. Also ich weiß es nicht, aber. Ich meine, man hat ja keinen wirklichen Mehrnutzen, glaube ich, davon. Außer halt in Stiefeln bei Steam, aber das ist ja auch eher irrelevant. Von daher nicht so lästig am Leer. Von daher werde ich das einfach nur so nebenbei am Sammeln. Aber wir fahren schon wieder raus. Dann können wir den Scheibenwischer wieder anstellen. Was? Scheibenwischer Quad 1. Um 45 sollen wir da sein. Okay, wir sind jetzt ein bisschen früher. Wo ist wahrscheinlich da? Also wir sind zwar immer noch zu spät, aber glaube ich nicht mehr ganz so zu spät. Bin zu weit. Aber ich habe das Gefühl, wir haben ja noch was zum Aufdecken. Ja, ist ja gut. Halt immer ganz hinten, damit wir schnell hier hoch können. Okay, 37. Nicht schlecht, damit sie hier schnell hoch können, glaube ich, ne? War alles geplant. Alles gezielt. Echt, dass wir den noch nicht mit haben. 524, 25. Wobei, den hatten wir wahrscheinlich schon mal mitgehabt, aber da das irgendwie alles zurückgesetzt wurde. Halt nicht, okay, das ist schade, dass hier nichts ist. Ist das, wurde das entfernt, so als Placeholder für zukünftiges, für das Zukunft, halt um für zukünftige nochmal. Wurde als Platzhalter freigehalten, um für ein zukünftiges Mastery-Update das dann zu nutzen, so als. Als hier Interactive Feature. Könnte ich mir gut vorstellen. Alright, nächster halt Leipzig-Konwitz. 2 Kilometer haben wir noch vor uns. Wir dürfen jetzt wieder ein bisschen flotter unterwegs sein. Allerdings, ich merke, man merkt schon, dass das Fahrverhalten aufgrund der nassen Schienen ein echt anderes ist. Muss ich halt echt sagen. Aber wir werden schon deutlich weiter mit der Geschwindigkeit. Die G-Kraft wäre eigentlich komplett, also ich bezeichne es einfach mal als G-Kraft, dieser Pegel über den 100 Kilometern im Dash, also im Overlay hat. Das wäre am Eskalieren bei der Anfahrt gewesen. Normalerweise. Weil ich glaube, ich nehme gleich nicht auf. Ich werde einfach schon mal ein bisschen
anfangen zu schnibbeln. Sonne kommt wieder raus. Oh Gott, ich sehe nichts. Dieses Bremsen, ey. Schauen wir uns mal draußen um. Strecken 6 von 25, hervorragend. Mensch, wenn man einen Lauf hier. Heute sammeln wir echt viel ein, aber es ist auch eine lange Strecke. Einige Sachen habe ich wahrscheinlich auch schon eingesammelt gehabt eigentlich, aber aufgrund des Zurücksetzens und so weiter. Wollen wir mal die Türen schließen. Nächster halt Markleberg Nord. Sind wir ja nur mit 8:01 war das, ne? Markleberg Nord halten wir jetzt. Danach in Markleberg, dann Markleberg Großstädtlein und dann erst in Markleberg Garschwitz. Okay. 10 Minuten. Okay. 1,5 Stunden, ja. Das ist eine Aua. Das ist eine lange Folge. 21.500 Punkte. Das. Boah, krass. Vielleicht kriegen wir sogar noch 25.000 Punkte. Das ist aber ein ordentliches. Das gibt ordentlich Punkte. Oh, in 4 Kilometern geht es wieder runter. Aber ich glaube, es ist ja auch nicht mehr ganz so weit bis nach Markleberg-Garschwitz. Oh Mann. Dieser Regen macht mich fertig. Ich habe einen Streckenplan gesehen. Und eine Schaufel. 5 von 25. Okay, sah nur so aus. Ich glaube, ich meinte den Fahrkartenautomaten. Oh, never mind, hier haben wir noch was. 7 von 25, wunderbar. Ich glaube, wir sind mit 5% gestartet. Wenn ich mich recht entsinne. Da hinten sehe ich auch noch was. Perfekt. Mensch. Das ist ja richtige Sammelobjektfarm hier gerade. Türen schließen. Und wir fahren los und wir sollen jetzt in Markleberg sein. Aber gut, nach Markleberg ist es auch nicht ganz so weit. Zeitlich gesehen scheinen wir jetzt gerade schon wieder so ein bisschen Zeit rausholen konnten, zu holen, rausgeholt zu haben. So. Auf jeden Fall eine Minute.
Eine Schaufel gesehen. Da vorne liegt noch was. Mit dem Kegel. Und das war es dann, glaube ich, auch für diesen Bahnhof von Markleberg. Zumindest auf was ich jetzt gesehen habe auf diesem Gleis. 453 Punkte. Und haben wir noch ein Dingens. Dann stellen wir das mal hin. Ein Verkehrsleitkegel. Hängen das Plakat auf. 8 von 25 holen am Ende des Bahnsteiges. Rennen wir dann mal hin. Wollen ja nicht allzu sehr nass werden. Nehmen diese Schaufel hier mit. Und retten uns ins Trockene. Oh, Tür verriegeln, natürlich. Oh Gott. Oh Gott, mein Nacken. Holy shit. Nieswald, Markleberg, Großstädtelein. Großstädteln. Wie wir sehen, ist in 2 Kilometern die Fahrt auch bereits zu Ende. War eine lange Fahrt, war aber auch eine entspannte und schöne Fahrt. Wir haben viel erreicht, vor allem was so die Sammelobjekte betrifft. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt eingesammelt haben. Wie gesagt, wir sind, meine ich, mit wie heißt das gestartet? Mit 5%? 3%? Glaube ich. Ihr habt es ja gesehen in der Aufnahme. Da gibt es noch was zu holen. Mal Notbremsung hier am Bahnhof. Oh Gott, oh Gott. So viele Notbremsungen habe ich auch schon lange nicht mehr gemacht. Vor allem zum Anhalten. Oh, really? Jetzt komme ich hier nicht rauf. Gott, oh Gott. Hallo? Ich bin Arzt, ich muss durch. Oh Gott. Beim nächsten muss ich raus. Ich meine, hier war ein Plakat. Plakat sage ich schon 9. Da erinnern wir auch noch was. Und hier ist bestimmt auch noch eine Schaufel, die ich nicht sehe gerade. Türen zu und los. Gehen wir schon mal auf 80. Warum?
Tempomat. Ja, noch in der Vorüberwachung 85 Uhr nicht. Ja gut, dann kommen wir halt die Autos spät an. Ist dann halt so, kann man nicht ändern. Bleiben wir bei den 45. Oh, 30. My bad. Deswegen vermutlich auch die Zwangse. Dann wir in Markleberg-Aschwitz ein. Mit vornehmer Verspätung, man kennt es ja nicht anders. Aber gut, wir sind halt bleiben wir halt einfach bei den 2 Minuten Verspätung. Alles halb so wild. Können wir sogar noch ein Plakat mitnehmen? Tausende Punkte, krass. Das ist stark. Ne, können wir gar nicht mitnehmen, ist kein Plakat. Aber wir können eine Schaufel mitnehmen. Das ist ja auch schon mal was. Das hält nicht vielleicht was? Einfach nur mal kurz hinrennen. Beim letzten Mal, beim ersten Mal haben wir das ja auch damit gesehen, aber. Nope. Eieieiei. Das war eine Tour. Wahnsinn, Wahnsinn, 3 Level. Oh. Oh, hoppala. Ja. Das war die 0541 Magdeburg, Markleberg, Garschwitz. Wer sind, weiß ich nicht, 2 Level höher, 3 Level höher. Mittlerweile sind wir Level 30. Auf der Rapid Transit Strecke sind wir jetzt Level 10. Ich glaube, die ist nur um ein Level gestiegen. Mit der BR100, mit der BR 1442-6 Talent 2 sind wir jetzt mittlerweile Level 15. Wir haben knapp anderthalb Stunden dafür gebraucht. Wir haben aber auch 72 Kilometer zurückgelegt. Und eine Gesamtpunktzahl haben wir erreicht von fucking 25.500. Ich drücke einfach mal auf Weiter. Und wir gehen nochmal zum Hauptmenü zurück. Schauen wir mal nach, wie viele von den ganzen, wie viel Prozent wir jetzt so gesehen von den ganzen Sammelobjekten haben. Das war eine Fahrt. Wir sind jetzt bei 23 von 75. Da waren wir davor wahrscheinlich nur bei 3 oder 5 von 75. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube eher 3.
Also wir haben ungefähr 20 Stück gesammelt. Wie viel genau werde ich. Ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich sehe euch dann im nächsten Video wieder. Entweder wieder auf Black Planet oder einem anderen Strecke hier von Train Sim World. Oder in einem Video hier auf dem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen länger, die Folge, aber dafür sind wir auch weit gekommen.